Herzlichen Dank. Hallo nochmal an alle Teilnehmer und hallo auch an Erik Ludwig. Er ist da. Die den Vortrag gerade von Markus verfolgt haben, haben ja schon gesehen, dass er sich mit einer Frage reingeschaltet hat. Erik hat fast 20 Jahre Börsenerfahrung. Er ist Buchautor, Redakteur, Marktanalyst, ist Referent auf Messen, wie hier auch auf der World of Trading. Und gibt Newsletter raus, hat zwei Börsendienste, also steckt mittendrin im Geschehen. Und er spricht heute über die Optionsstrategie, wie man auch in unsicheren Zeiten wie momentan eine 100%ige Trefferquote erreichen kann und das mit Cash Secured Puts. Also es wird bestimmt spannend und wir freuen uns auf Erik auch hier. Wenn ihr Fragen habt, gerne rechts in den Chat schreiben. Aber Erik hat auch viel dabei, hat er schon gesagt. Also vielleicht lohnt es sich auch diesmal, die volle Stunde auszunutzen und Erik zuzuhören. Wir schauen mal. Ganz viel Spaß, Erik, und schön, dass du da bist. Danke, Bianca. Gut, dann werde ich erstmal meinen Bildschirm freigeben und in Präsentationsmodus gehen. Es klappt genau. So, ja, herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Auch einen besonderen Gruß an all meine Leser, die heute eventuell zuschauen. Ja, wie Bianca es gesagt hat, heute geht es um Cash Secured Puts, eine Optionsstrategie mit dem Titel die 100% sichere Einnahmestrategie für alle Marktlagen. Bevor wir in die Materie einsteigen, wie immer, kurz ein Blick auf den Risikohinweis und den Disclaimer. Alles, was ich Ihnen heute zeige, dient nur zu Demonstrationszwecken und ist keine Aufforderung, in irgendwelche Aktien oder Optionen zu handeln. So, bevor ich überhaupt in die Thematik hier einsteige, eine Frage an Sie, und zwar, was ist Ihre größte Angst in Bezug auf die Aktienmärkte? Ich werde jetzt im Chat nicht reinschauen, von daher brauchen Sie im Chat nicht reinschreiben, aber stellen Sie sich einfach die Frage für sich selbst, was bremst Sie, wenn Sie zum Beispiel Aktien kaufen möchten oder überhaupt in die Märkte einsteigen möchten? So, ich vermute mal, dass eine Antwort eine Korrektur lauten wird. Also in der Regel haben die Leute Angst vor einer Korrektur, vor allem nachdem die Märkte stark gestiegen sind. Und natürlich auch die Standardantwort, ein Crash, ein Börsencrash ist das, was in der Regel die Anleger lähmt, wenn es darum geht, in die Aktienmärkte einzusteigen. Man muss aber auch bedenken, ein Crash passiert jetzt nicht so oft. Ja, das ist eher eine Seltenheit. Passiert zwar ab und zu, wird wieder mal passieren, aber es ist nicht so die Regel an den Märkten. Eine Korrektur kann schon ein bisschen öfters passieren. Und das sind definitiv zwei Situationen, Korrektur und Crash, die man im Hinterkopf behalten muss. Und es ist natürlich empfehlenswert, dann Strategien zu handeln, die mit solchen Ereignissen auch klarkommen können. Aber die Antwort, die ich so gut wie nie höre und die aus meiner Sicht noch wichtiger ist, ist, ein Seitwärtsmarkt. Ein Seitwärtsmarkt, das ist etwas, wovor Sie sich eigentlich eher fürchten müssten, wenn Sie dran denken, in die Aktienmärkte einzusteigen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber Seitwärtsmarkt, das ist ja eher selten, das passiert jetzt nicht so oft und warum ist das so schlimm? So, dann zeige ich Ihnen das nächste Bild und hier sehen Sie den Verlauf des Dow Jones über 121 Jahre, so seit Januar 1900. Und Sie sehen auf diesem Chart vier lange, lange Phasen, jeweils 16 Jahre, 25 Jahre, 17 Jahre und 13 Jahre, in denen der Dow Jones sich nur seitwärts bewegt hat. Das heißt, hätten Sie am Anfang dieser Phase Ihr Geld in Aktienmärkte angelegt, zum Beispiel in einen Aktien-ETF, dann hätten Sie 16 Jahre später oder auch noch länger kein Geld damit verdient. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man sich ein Bild vom DAX da anschauen würde, dass es nicht anders aussehen würde. So, also hier nochmal die verschiedenen Zeitraumen zusammengefasst. Der letzte Zeitraum von 13 Jahren war von 1999 bis 2012. Hätten Sie da am Anfang angelegt, in Aktienwerte, hätten Sie am Ende der Phase quasi nichts verdient. Und Sie sehen zumindest für die letzten drei Phasen, dass davor der Markt sehr, sehr stark gestiegen war. Ja, wir hatten einen schönen Aufwärtstrend, bevor es dann in die Seitwärtsphase hineinging. Und jetzt auch, heute auch, blicken wir auf lange, lange Jahre Aufwärtstrend zurück. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert, wenn jetzt ein Seitwärtsmarkt entsteht? Und das ist die wichtigste Frage. Wenn der Aktienmarkt zum Beispiel von jetzt an bis 2034, 2038 oder sogar 2056 nur seitwärts tendieren sollte, wie wollen Sie Geld an der Börse verdienen? Ja, das wird mit einer pure Aktienstrategie in der Regel nicht funktionieren, es sei denn, Sie haben eine Strategie, die tatsächlich solche Bewegungen erkennt und Sie steigen immer ein, wenn es eine Delle gibt und wieder aus, wenn es ein Hoch gibt, aber das ist extrem schwierig. Das, was
ihnen erlaubt, doch noch Geld zu verdienen in solchen Phasen, sind Optionsstrategien. Keine gekaufte Option, sondern verkaufte Option. Und ganz genau können Sie in solchen Phasen mit Cash Secret Puts Geld verdienen. Und darum geht es in dem heutigen Vortrag, die Strategie der Cash Secret Puts. Ich werde hier in dieser Präsentation nicht in alle Grundlagen der Option einsteigen können. Das würde den ganzen Vortrag in Anspruch nehmen. Ich muss jetzt ein bisschen davon ausgehen, dass Sie sich ein bisschen mit Optionen auskennen. Ich werde jetzt nur auf 2, 3 Folien ein paar Grundsätze zusammenfassen und vor allem, was Put-Optionen anbelangt. Man unterscheidet bei Put-Optionen zwischen Long-Puts und Short-Puts. Long-Puts sind Put-Optionen, die Sie gekauft haben oder die Sie kaufen, und Short-Puts sind Put-Optionen, die Sie verkaufen bzw. leer verkaufen. Und wenn ich hier in diesem Vortrag von Short-Put spreche, dann meine ich auch Cash-Secured-Put. Es gibt zwar eine Nuance zwischen beiden Begriffen, aber machen wir es erstmal so, als wäre es das Gleiche. So ein Long-Put, also wenn Sie einen Put kaufen, dann profitieren Sie von einer fallenden Aktie. Ja, also der Put auf eine Aktie gewinnt an Geld, wenn die Aktie fällt. So, das ist das Prinzip. Er profitiert auch von einer steigenden Volatilität. Sobald Sie eine Put-Option kaufen, das ist übrigens auch wahr mit einer Call-Option, wenn die Volatilität bzw. die implizite Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts steigt, dann wird sich auch die Option verteuern. Leidet unter dem Zeitwertverfall. Also Optionen sind Termingeschäfte, das heißt, sie haben ein Verfallsdatum. Es gibt irgendein Datum in der Zukunft, an dem die Option vom Markt rausgenommen wird, nicht mehr handelbar ist. Ja, und da verfällt die Option. Und wenn Sie eine Put-Option gekauft haben, dann wird jeder Tag, der vergeht, dazu führen, dass sich Ihre Option quasi verbilligt, wenn alle anderen Parameter gleich bleiben. Das ist grundsätzlich ein Nachteil von einem gekauften Put. Begrenzter Gewinn, also wenn Sie eine Put-Option kaufen, können Sie tatsächlich einen enormen Gewinn machen, wenn die Aktie stark fällt und wenn die Volatilität steigt. Aber praktisch und theoretisch ist es so, dass der Gewinn doch begrenzt ist, weil eine Aktie oder ein Index, je nachdem, was Sie handeln, nicht tiefer als 0 fallen kann, logischerweise. Begrenzter Verlust, das ist definitiv ein Vorteil von gekauften Optionen, die gekauften Puts. Sie zahlen da einen gewissen Betrag für den Kauf der Put-Option und dieser Betrag ist auch Ihr maximaler Verlust. Sie können nicht mehr verlieren als das, was Sie für den Put bezahlt haben. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt immer 150%. Das ist in wenigen Tradern bewusst, aber es ist so, das kann man auch in einer Handelsplattform eventuell prüfen. Egal, was Sie machen, egal welchen Put Sie wählen, egal welche Laufzeit, egal welchen Basispreis, egal welche Aktie, Sie werden niemals eine Gewinnwahrscheinlichkeit höher als 50% haben und in der Regel ist sie deutlich darunter. Und ich zeige Ihnen nachher ein paar Beispiele und ich erkläre auch, warum diese Gewinnwahrscheinlichkeit so niedrig ist. Und dann gibt es steuerliche Nachteile. Ich bin kein Steuerberater. Von daher, alles, was ich sage, ist jetzt nur meine persönliche Interpretation. Aber wenn Sie in Deutschland leben, dann haben Sie vielleicht davon gehört, dass der Verlusttopf bei dem Handel von Optionen begrenzt ist. Das heißt, Sie können nur Verluste aus Optionen zu einem gewissen Betrag gegen Gewinne verrechnen. Und das trifft bei gekauften Optionen definitiv zu. Ja, also wenn Sie mit dem Long Put Verluste machen und wenn diese Verluste sich kumulieren, irgendwann können Sie diese Verluste gegen eventuelle Gewinne nicht mehr verrechnen, beziehungsweise müssen Sie in zukünftige Jahre verschieben. So kommen wir jetzt auf die andere Seite, auf den Short Put. Also Sie sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der Transaktion. Sie verkaufen jetzt den Put. Hier ist es so, Sie profitieren von einer steigenden, einer stagnierenden oder sogar einer leicht fallenden Aktie. Ja, also hier muss die Aktie nicht steigen, sie muss auch nicht fallen. Sie kann praktisch 3 Richtungen einschlagen und trotzdem werden Sie gewinnen. Ich werde nachher ein Bild zeigen, wie das funktioniert. Sie profitiert von einer fallenden Volatilität oder er profitiert von einer fallenden Volatilität. Das heißt, wenn Sie einen Put verkauft haben, dann wünschen Sie sich, dass sich die Volatilität eher beruhigt, damit diese Put-Option, die Sie verkauft haben, nicht teurer wird. Profitiert vom Zeitwertverfall, das ist genau das Gegenteil von dem gekauften Put in dem Fall. Jeder Tag, der vergeht, verbilligt die Option. Die Option haben Sie ja zu einem gewissen Kurs verkauft und Sie möchten diese Option idealerweise billiger zurückkaufen. Und dieser Zeitwertverfall ist dann Ihr Verbündeter in diesem Trade, weil er verbilligt ja die Option. Begrenzter Gewinn, wenn Sie eine Put-Option verkaufen, dann vereinnahmen Sie sofort eine Prämie und diese Prämie ist das Maximale, was Sie mit dem Trade dann erwirtschaften können. Der Verlust ist auch begrenzt, werden wir auch nachher sehen anhand des Bilds. Also im schlimmsten Fall in solchen Trades ist es so, dass Sie Aktien eingebucht bekommen. Ja, und dann haben Sie 100 Aktien pro gehandelte Put im Depot. Und auch da kann die Aktie nicht tiefer als 0 fallen. Das heißt, auch da ist der Verlust begrenzt.
Mit CashTicket Put haben Sie die Möglichkeit, Aktien zu rabattierten Kursen zu erwerben. Ein großer Vorteil von CashTicket Put, wenn man diese Strategie so leben möchte, haben Sie definitiv die Möglichkeit, Ihre Lieblingsaktie deutlich billiger zu erwerben als zu dem aktuellen Kurs. Das zeige ich nachher auch, wie das funktioniert. Und Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit hier ist jener Ansatz größer als 90%. Das hängt natürlich hier davon ab, welche Basispreise Sie nehmen, welche Laufzeiten Sie wählen für die Put-Option. Aber Sie können auch definitiv Trades aufsetzen, die eine Gewinnwahrscheinlichkeit, die höher ist als 90% zum Beispiel. Und hier haben Sie wiederum steuerliche Vorteile. Das ist auch den wenigen Trader bewusst. Aber es ist so, dass Cash-Secured Put auf Aktien, wo eventuell eine Ausübung erfolgt, also kein Barausgleich, sind von dieser Regelung, die in Deutschland gilt, mit diesem Verlusttop von maximal 20.000 Euro nicht betroffen. Ich gehe jetzt da nicht tiefer ins Detail, aber behalten Sie das im Hinterkopf und fragen Sie eventuell Ihren Steuerberater, wenn Sie jemanden finden, der sich damit auskennt. So, also die Botschaft hier von dieser Folie ganz klar, bei dem Long Put, also bei dem gekauften Put, muss die Aktie in einem bestimmten Zeitraum genügend fallen, damit Sie überhaupt einen Gewinn machen. Ja? Und bei dem Short Put kann die Aktie steigen, sich seitwärts bewegen oder fallen und trotzdem werden Sie einen Gewinn erzielen können. Ja? Also das sind ganz unterschiedliche Herangehensweise und allein durch diesen Satz verstehen Sie auch schon, warum die Wahrscheinlichkeit des Gewinns eher auf der Seite des Short Puts ist als auf der Seite des Long Puts. So, jetzt geht es darum, auch zu zeigen, wie Sie eine Strategie aufsetzen können, womit Sie quasi, ich sage mal so, 100% Trefferquote erzielen können. 100% Trefferquote bedeutet, Sie machen 100 Trades und machen 100 Gewinn. Ja? Das ist nicht das primäre Ziel, also wenn Sie 95% machen, ist auch wunderbar, aber es geht ja darum zu zeigen, wie man in die Richtung geht praktisch. Und der Schritt Nummer 1 in dieser Richtung ist Shortputs gegen Long Put. Nochmal zum Thema Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier nochmal ein Beispiel, wenn Sie einen Put kaufen würden. Das ist ein Beispiel auf die Aktie von Starbucks. Ich hätte dann jede beliebige Aktie nehmen können, die notierte im Oktober 2020 bei 87 Dollar. Ich hätte auch ein aktuelles Beispiel nehmen können, aber es ist immer sowieso das gleiche Prinzip. Von daher ändern sich die Zahlen nicht so wirklich. So, und dann haben Sie die Möglichkeit, Put-Optionen zu kaufen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Diese Laufzeiten sehen Sie hier. Man hätte zum Beispiel eine Laufzeit von 75 Tage nehmen können oder 166 Tage oder sogar noch länger als ein Jahr, 446 Tage. Und dann geht es darum, auch die Basispreise für die Put-Option zu wählen, auf Englisch Strikes. Und da kann man Basispreise wählen, die weit aus dem Geld sind, also sehr weit weg von dem aktuellen Kurs, zum Beispiel 72,50 Dollar, sehr, sehr weit von 87, oder aus dem Geld, also auch weg vom aktuellen Aktienkurs, aber nicht so weit weg, hier in diesem Beispiel 82,50, oder am Geld, das heißt, der Basispreis entspricht ungefähr dem aktuellen Aktienkurs, hier in dem Fall dann 87,5. Und hier sehen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten von diesem Trade. Ja, und Sie sehen, egal was Sie wählen, egal welchen Basispreis, egal welche Laufzeit, Sie überschreiten niemals die Gewinnwahrscheinlichkeit von 35%. Ja, und das ist eine Besonderheit bei gekauften Optionen, dass Sie wirklich es schwer haben, überhaupt einen Gewinn zu erzielen. Und die schlechteste Gewinnwahrscheinlichkeit liegt hier in dem Beispiel bei 10%. Und es ist auch logisch, dass man es hier befindet. Kurze Laufzeit und ein Basispreis weit aus dem Geld. Das heißt, die Aktie hat nur sehr wenig Zeit, sich zu bewegen und Richtung Basispreis zu gehen. Und dieser Basispreis ist sogar sehr, sehr weit weg von dem aktuellen Kurs. Und das macht den Trade quasi unwahrscheinlich, dass es zu einem Gewinntrade überhaupt kommt. Ja? Also nochmal die Botschaft, egal welche Aktie, egal welchen Basispreis und egal welche Laufzeit Sie wählen, Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit bei gekauften Puts liegt immer unter 50% und in der Regel viel niedriger. So, und in aller Logik, wenn man den Spieß umdreht, ja, wenn man jetzt statt gekauften Puts leerverkaufte Puts betrachtet, dann sieht das Bild ganz anders aus. Ich habe hier genau dieselben Puts genommen. Allerdings habe ich jetzt gesagt, wir kaufen den Put nicht, sondern wir verkaufen ihn. Und hier sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten angezeigt. Sie sehen, da sind wir mindestens bei 64% und fast bei 90% bei der kurzen Laufzeit und bei einem Basispreis, der weit aus dem Geld ist. Ja, und das ist das Prinzip hier. In der Regel, wenn man Cash-Secured-Puts handelt, wählt man kurze Laufzeit, typischerweise unter 90 Tage, und Basispreise, die, ich sage mal so, aus dem Geld oder weit aus dem Geld sind. Und das bringt Ihnen als Stillhalter einen statistischen Vorteil. Stillhalter sind Optionshändler, die die Option verkaufen. Ja. Es gibt auch Strategien, und diese Strategie beschreibe ich auch in meinem Buch, in der man auch zum Beispiel Basispreise am Geld handeln kann. Aber hier in diesem Vortrag zeige ich Ihnen eher jetzt Strategie mit einem eingebauten Sicherheitspolster. So, jetzt vergleichen wir mal die Performance-Profilen von einem Long-Put, also von einem gekauften Put, und von einem Cash-Secured-Put. Auf der linken Seite sehen Sie das Performance-Profil von einem gekauften Put.
Auf der Achse hier sehen Sie die Aktienkurse von einer beliebigen Aktie. Dieser Pfeil hier stellt schematisch die Laufzeit dar. Und dann sehen Sie hier bei dem gekauften Put die Verlustzonen und die Gewinnzone. Und auf der rechten Seite sehen Sie das genau dasselbe Performance-Profil, allerdings diesmal von einem Cash-Secured-Put, also von einem verkauften Put mit Gewinnzonen und Verlustzonen. Also in diesem Beispiel betrachten wir einen Cash-Secured-Put auf eine Aktie, die beispielsweise bei 45 Dollar notiert. Das ist der Ausgangskurs der Aktie. Und wir nehmen für den Put einen Basispreis von 40 Dollar. Was dieser Basispreis bedeutet, erkläre ich auch gleich. Und wir wählen eine beliebige Laufzeit von meinetwegen 45 Tagen. So, wir haben einen Put gefunden, entsprechend dann mit diesem Basispreis und dieser Laufzeit, und der Kurs des Puts in der Handelsplattform liegt bei 1 Dollar. So, wenn Sie diesen Kurs sehen in der Handelsplattform, müssen Sie diesen Kurs in der Regel, das ist 99% der Fälle so, mit 100 multiplizieren, um den Betrag zu eruieren, den Sie zahlen oder vereinnahmen werden. Wenn wir diesen Put jetzt verkaufen, würden wir 100 Dollar an Prämie vereinnahmen und diese Prämie wird sofort im Konto gutgeschrieben. Für diesen Trade zu handeln, müssen Sie eine Cash-Reserve von 3.900 Dollar haben. Warum diese Zahl? Sieht ein bisschen krumm aus, erkläre ich auch gleich anhand der Szenarien. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die Aktie steigt. Ja, derjenige, der einen Put auf diese Aktie gekauft hat, wird dann entsprechend seinen Ansatz verlieren, weil die Aktie nicht gefallen ist. Die Spekulation ist nicht aufgegangen. Sie wiederum als Verkäufer des Puts haben gewonnen. Der Put ist wertlos verfallen. Sie haben ihn zu quasi 100 Dollar verkauft und können den Put zu 0 Dollar zurückkaufen, beziehungsweise Sie lassen ihn in dem Fall einfach verfallen und kassieren die 100 Dollar Prämie als Gewinn. Ja. Szenario Nummer zwei, die Aktie bewegt sich seitwärts. Hier auch verfällt der Put wertlos. Das heißt, die 100 Dollar Prämie, die Sie vereinnahmt haben, können Sie behalten. Der Put ist am Ende nur noch 0 Dollar wert und die Prämie, die Sie vereinnahmt haben, ist Ihr Gewinn. Und das ist schon mal die Antwort auf die Frage, wenn Sie sich an das Bild vom Dow Jones erinnern, wie kann man Geld verdienen in Seitwärtsmärkten? Das wäre jetzt schon mal quasi die Antwort dazu. Ja, hier Aktie bewegt sich seitwärts und trotzdem ist die Prämie quasi hier in dem Fall Ihr Gewinn. Drittes Szenario, es wird eigentlich noch besser, die Aktie fällt ja, von 45 auf 40, aber sie bleibt über 40 und das ist der Basispreis des Puts. Auch da wird der Put wertlos verfallen und Ihr Gewinn beträgt erneut die Prämie und zwar 100 Dollar. So, jetzt wird es ein bisschen ein Tick komplizierter. Szenario 4, die Aktie notiert über der Gewinnschwelle von 39 Dollar. Die Gewinnschwelle wird einfach ermittelt, indem Sie den Basispreis des Puts, in dem Fall 40 Dollar, nehmen und davon den Kurs des Puts abziehen, in dem Fall 1 Dollar. Wenn die Aktie über 39 Dollar bleibt, werden Sie zumindest mit dem Put einen Teilgewinn realisieren. Nicht die maximale Prämie, aber einen Teilgewinn. Das heißt, Sie könnten den Put zurückkaufen, also schließen und damit einen Teilgewinn realisieren. Oder aber Sie sagen, ich lasse den Put einfach laufen und wenn die Aktie tatsächlich am Ende der Laufzeit unter 40 Dollar notiert, dann werden Ihnen 100 Aktien pro Put eingebucht zum rabattierten Kurs von 39 Dollar. So, jetzt ist die Frage, warum 39 Dollar und nicht 40 Dollar? Weil der Basispreis des Puts ist ja 40 Dollar. Das ist normalerweise der Kurs und den Kurs werden Sie auch sehen in der Handelsplattform, wenn die Aktien eingebucht werden. Aber Sie haben ja 100 Dollar an Prämie vereinnahmt. Und diese 100 Dollar Prämie bleiben Ihnen erhalten. Ja, das heißt, der durchschnittliche Einstiegskurs in die Aktie ist nicht 40 Dollar, sondern nur 39. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und Szenario Nummer 5, das ist das einzige Szenario, in dem wir in die Verlustzone rutschen. Die Aktie notiert unter 39 Dollar am Ende der Laufzeit. Wenn Sie nichts machen, also wenn Sie den Put nicht vorzeitig schließen, werden Ihnen dann die Aktien auch da eingebucht und auch da zu einem Durchschnittskurs von 39 Dollar. Aber dadurch, dass die Aktie dann in dem Fall unter 39 Dollar notiert, haben Sie erstmal einen Buchverlust. Man kann dieses Szenario umgehen, man kann sich dem Szenario entziehen, indem man den Put rollt. Und das Rollen ist einfach eine Art Schließung des Puts. Das zeige ich Ihnen nachher auch nochmal. Und ich habe vorhin gesagt, warum eine Cash-Reserve von 3.900 Dollar? Das müssen Sie jetzt verstanden haben. Wie gesagt, im schlimmsten Fall werden Ihnen 100 Aktien eingebucht zu einem Durchschnittskurs von 39 Dollar. Das bedeutet entsprechend, dass Sie einen Cash-Betrag von 3.900 Dollar benötigen. So, und Sie sehen hier in vier von fünf Szenarien führt ein Cash-Secured-Put in dem Fall zu einem Gewinn, während der Käufer von einem Long-Put eher da das kürzere Ende zieht. In vier Szenarien ist er im Verlust.
So, das war ein bisschen die kompliziertere Seite des Vortrags, damit Sie ein bisschen die Mechanismen auch bildlich verstehen, wie ein Long Put und wie ein Cash Secret Put funktioniert. Übrigens, dieser Vortrag wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie werden die Möglichkeit, auch im Nachhinein eventuell nochmal da reinzuschauen, wenn Sie es möchten. So, der nächste Schritt in der Strategie, um Richtung 100% Trefferquote zu kommen, ist die Wahl von Aktien. Und da sollten Sie auf qualitativ hochwertige Aktien achten. Also suchen Sie, wenn Sie eine Aktie handeln möchten, worauf sich der Cash Secret Put auch beziehen soll, Unternehmen mit unüberwindbaren Burgen. Ja, das ist ja dieser Begriff, den Warren Buffett in seinem Handel quasi immer einsetzt. Er sucht Geschäftsmodelle, die wie eine Burg umgeben von tiefen und breiten Wassergräben sind. So, was bedeutet das? Also in unserem Dienst im Renditebrief ist es so, dass wir quasi ausschließlich Aktien oder Optionen auf Aktien von überlegenen Unternehmen handeln. Es gibt ab und zu Ausnahmen, also es ist sehr selten, aber ab und zu gibt es besondere Situationen, wo ich auch mal eine Ausnahme mache, aber in der Regel ist es so, dass wir auf sehr, sehr gute Unternehmen achten. Und was sind Beispiele von Unternehmen mit Wassergräben? Also das sind zum Beispiel Unternehmen mit immateriellen Vorteilen, also die starke Patente haben oder auch eine starke Marke. Ja, da fallen bestimmt ganz viele Beispiele ein. Unternehmen, die große Kostenvorteile haben, ne? Also billige Standorte, effiziente Vertriebsnetze. Unternehmen auch, und das ist mittlerweile auch wichtig geworden, die krisenresistent sind, durch zum Beispiel einen hohen freien Cashflow. Ja, also denken Sie an die Corona-Krise. Die Unternehmen, die ganz viele Kapitalreserven hatten, hatten es ein bisschen einfacher, diese Phasen zu überleben, als Unternehmen, die vielleicht nur, also gar kein Geld hatten und die dann nach 2 Monaten wirklich in Schwierigkeiten geraten sind. Oder auch Unternehmen, die eine unangefochtene Marktkonzentration aufweisen. Da denke ich zum Beispiel an Google oder Amazon. Die sind sehr, sehr schwer zu schlagen in ihrem Geschäftsmodell. Gut, das sind auch Aktien, die in einem sehr, sehr hohen Kurssegment notieren. Das heißt, Cash Secret Put auf diese Aktie zu handeln, ist extrem schwierig oder sogar unmöglich, aber es geht hier um das Prinzip, damit Sie verstehen, was unter Marktkonzentration gemeint ist. Dann machen wir auch öfters, also fast bei jedem Trade, eine Fundamentalanalyse. Das muss auch kein Hexenwerk sein. Ja, Sie müssen kein Betriebswirt sein, um das zu machen. Und es gibt genügend kostenlose Ressourcen im Internet, um das selbst zu machen. Also suchen Sie zum Beispiel Aktien oder Unternehmen, die steigende Umsätze über mehrere Jahre hinweg aufweisen. Es darf da ab und zu eine Delle geben, ja, aber über 10 Jahre hinweg sollte schon der Umsatz nach oben gehen, auch der Gewinn pro Aktie zum Beispiel. Schauen Sie, ob das Unternehmen Dividenden ausschüttet und ob dieses Unternehmen Jahr für Jahr auch diese Dividenden erhöht. Dieses Kriterium mit Dividenden ist kein Muss. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein absolutes Kriterium. Wenn Sie ein gutes Unternehmen finden, was keine Dividenden ausschüttet, ist es trotzdem ein Kandidat für einen Cash Secured Put. Aber wenn ich zum Beispiel die Wahl habe zwischen zwei Kandidaten und die haben so ähnliche Fundamentalkriterien, aber bei dem einen Kandidaten werden Dividenden ausgeschüttet, würde ich trotzdem den ersten Kandidaten dann nehmen, weil ich weiß, im schlimmsten Fall kriege ich irgendwann mal 100 Aktien ins Depot eingebucht und dann wäre es schön, wenn ich sogar noch Dividenden mitnehmen kann. Dann gibt es auch zum Beispiel Aktienrückkäufe, ja, sogenannte Buybacks. Das sind so Maßnahmen von Unternehmen, die dann ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Auch definitiv kein Muss. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn Sie sehen, okay, dieses Unternehmen macht das, ist vielleicht auch noch ein kleiner Plus quasi in der Entscheidungsfindung. So. Und momentan ist es so, dass unsere Trades auf ein ausgelesenes Anlageuniversum von ungefähr 300 Aktien zurückgreift, wenn wir da Kandidaten jede Woche für einen Cash Secret Put suchen. So, der nächste Punkt Richtung 100% Trefferquote, Schritt 3, charttechnische Kriterien. Ich weiß, dass es viele Anleger gibt, die nichts von Charttechnik halten. Es gibt andere, die nur davon, die nur danach handeln. Ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also ich bin mit Charttechnik immer sehr, sehr gut gefahren, aber ich weiß, dass Charttechnik keine Garantie bietet, dass man damit richtig traden kann. Aber bei mir ist es so, die Charttechnik hat mir definitiv geholfen in den letzten Jahren, um schlechte Trades zu vermeiden und in gute Trades einzusteigen. Ein Beispiel möchte ich Ihnen zeigen. Das ist ein Trade, den wir Anfang des Jahres gemacht haben auf die Aktie von MSC Industrial Direct, ein US-amerikanisches Unternehmen. Wir sind hier am 26. April 2021 eingestiegen. Und zwar haben wir hier auf zwei Kriterien geachtet. Wir haben einmal den RSI uns angeschaut. Das ist diese Kurve, die Sie hier unten sehen.
Der RSI, das ist der relative Stärkeindex, kennen Sie wahrscheinlich, ein typischer Momentum-Indikator. In seiner traditionellen Auslegung wird er über 14 Tage gemessen. Das heißt, der aktuelle Kurs wird ins Verhältnis gesetzt zu den Kursen der letzten 14 Tage. Und hier die orangene Linie ist auf demselben Bild das, der 14-wöchige RSI. Und man sagt, wenn diese RSI über 70 notieren, dann gilt die Aktie als überkauft. Und wenn der RSI unter 30, unter dieser grünen Linie notiert, dann gilt die Aktie als überverkauft. Gut, ich kenne jetzt kein System, was genau danach funktioniert, ehrlich gesagt, aber ich gucke mir trotzdem sehr, sehr gerne diesen Indikator an und ich achte darauf, wenn ich einsteige, dass zumindest der tägliche RSI nicht im roten Bereich ist. Wenn er im roten Bereich ist, dann werde ich definitiv kein Cash-Secured Put auf diese Aktie handeln. Er soll also im neutralen Bereich sein und er soll idealerweise steigend sein, ja, sodass ein positives Momentum schon beobachtet werden kann. Er muss nicht unbedingt unter dieser grünen Linie fallen. Ja. Das wäre übrigens ein Kriterium, was dazu führt, dass wir nur selten handeln würden. Das muss nicht sein. Wenn es aber der Fall ist, umso besser. Das sieht man noch hier ganz kurz hier links auf dem Chart. Da gab es Ende März 2020 eine schöne Möglichkeit, da einzusteigen. RSI im überverkauften Bereich und dann steigend. Tatsächlich ist die Aktie danach relativ stark nach oben gegangen, aber das muss nicht sein. Und Sie sehen hier den grünen Pfeil. Da war die Bedingung für einen eventuellen Einstieg gegeben. Darunter sehen Sie den MACD. Das ist auch so ein Momentum-Indikator. Und hier achte ich auf zwei Sachen. Dieses Histogramm, was Sie hier sehen. Idealerweise sollte dieses Histogramm seit 3 Tagen steigend sein. Und dann achte ich auch noch auf diese Kurven. Sie sehen hier sieht man es relativ schön, dass wenn die gelbe Linie gekreuzt wird, dann gibt es ein sogenanntes Signal. Von unten nach oben ist es ein Verkaufssignal, roter Punkt hier. Und von unten nach oben ist es dann entsprechend ein Kaufsignal. Und das sind diese kleinen grüne Punkte, die Sie hier sehen. Übrigens, die Chart-Software, die ich hier benutze, ist TradingView. Nutze ich auch für meine Analyse und für meine Wochenreports des Renditebriefs. Also, wir hatten hier gute Bedingungen für den Einstieg in die Aktie. Wir haben auch festgestellt, dass die Aktie eine Unterstützung bei $85 hatte. Eine Unterstützung ist ein Kursniveau, wo die Aktie schon mal drauf gefallen ist, um dann wieder nach oben zu gehen. Das war der Fall zum Beispiel hier im März 2021. Und davor war diese Marke von 85 einen schönen Widerstand. Aber man sieht auch, dass die Aktie mehrmals dagegen geprallt ist, leicht darüber gegangen ist, um dann wieder zu fallen und irgendwann, ja, Anfang März oder so, ja genau, Anfang Mitte März, hat die Aktie diesen Widerstand überwunden und zwar nachhaltig. So, und das ist typischerweise die Bildung dann einer Unterstützung, ein Kursniveau, wo es Käufer findet und die dann die Aktien entsprechend stützen. Also, hier haben wir dann ein Cash-Secured Put geöffnet mit Basispreis $85 mit einer Laufzeit, das weiß ich nicht mehr so genau, 45 Tage oder so. Und wir sind dann hier vorzeitig ausgestiegen, vorzeitig ausgestiegen am 25. Mai und haben dann mit dem Trade eine jährliche Rendite von rund 17% realisiert und mehr als $100 Gewinn mitgenommen. Also bei der Charttechnik ist es so, das muss wirklich keine Raketenwissenschaft sein. Ja? Also wir brauchen jetzt keine Fibonacci und Retracement und was auch immer da gucken. RSI und MACD reichen vollkommen. Ich gucke zwar ein bisschen mehr Indikatoren noch, aber so für einen Einstieg oder so reicht das vollkommen. Achten Sie auf Aktien, die charttechnisch nicht überkauft sind. Die müssen nicht überverkauft sein, aber zumindest nicht überkauft. Die ein positives Momentum aufweisen. Und idealerweise auch eine klare Unterstützung irgendwo bilden, damit Sie auch einen guten Basispreis für einen Cash-Secured Put auswählen können. Ja, so einfach ist es. So, der nächste Schritt. Schritt 4, Abwehrmechanismen. Auch das hilft Ihnen, eine sehr, sehr hohe Trefferquote zu erzielen. Und unter Abwehrmechanismen meine ich das Thema Rollen. Rollen ist für mich das A und O im Optionshandel. Es ist sogar noch wichtiger als alles andere, was ich Ihnen erzählt habe, wichtiger als die Charttechnik, noch wichtiger als die Fundamentalanalyse. Wenn Sie das Rollen beherrschen, werden Sie auch in der Lage sein, in der Regel eine schlechte Aktie zu handeln, sage ich mal so. Sollte man nicht machen. Also man sollte immer noch die Gewinnwahrscheinlichkeit auf seine Seite ziehen und gute, solide Aktien wählen. Aber das Rollen macht schon vieles, vieles wett. Und ich weiß, es gibt auch einige Anleger, die sagen, ja, Rollen, wenn man sich ein bisschen auskennt, ist nichts anderes, als die Verluste in die Zukunft zu schieben. Ich kann Ihnen aber auch sagen, also ich werde die Debatte jetzt nicht beenden, aber die Profi-Optionshändler, die ich kenne und die erfolgreich sind, das sind Händler und Trader, die rollen, ja, ohne Kompromiss. Ja. Also worum geht es beim Rollen?
Beim Rollen ist es so, Sie haben einen Cash Secret Put eröffnet und die Aktie läuft gegen Sie. So. Was passiert dann? Der Cash Secret Put kommt eventuell dann in Bedrängnis und es kann sein, dass der Basispreis bzw. die Gewinnschwelle verletzt werden. Und wenn Sie nicht möchten, dass die Aktien eingebucht werden, dann müssen Sie reagieren. Dann müssen Sie vor dem Verfallsdatum den laufenden Cash Secret Put einfach zurückkaufen. Damit schließen Sie ihn und Sie eröffnen nahtlos einen neuen Cash Secret Put auf dieselbe Aktie mit einer längeren Laufzeit und idealerweise mit einem niedrigeren Basispreis. Weil wenn Sie am Anfang des Trades davon ausgegangen sind, die Aktie ist solid und die ist charttechnisch gut bewertet und bietet einen sehr, sehr guten Einstieg. Und wenn sie danach gefallen ist, dann müssen sie danach fundamental auch noch sehr gut aussehen, sogar noch besser aussehen als vorher und charttechnisch dürfte sich auch jetzt ein Niveau erreicht haben, wo sie wirklich überverkauft ist. Und deswegen wäre es schade, den Trade komplett zu beenden mit einem Verlust zu besiegen. Stattdessen sollte man den Trade managen und am Leben halten. Und wenn man das macht, dann spielt man mit drei Stellschrauben. Zwei dürften bekannt sein, die dritte denke ich weniger. Also erstmal spielt man mit dem Basispreis des Puts. Man versucht immer, wenn man rollt, den Basispreis zu reduzieren, ja, damit man immer die Chance hat, dass die Aktie sich über diesen Basispreis erholt. Die Laufzeit, die verlängern wir, das ist sowieso so, ja, wenn Sie rollen, werden Sie sowieso einen längerfristigen Put handeln und diese längere Laufzeit führt dazu, dass Sie Zeitwert gewinnen. Das wird jetzt ein bisschen technisch, aber grundsätzlich, der neue Put wird wahrscheinlich, also sicherlich, mehr Zeitwert aufweisen als der laufende Put, der kurz vor dem Verfallsdatum steht und damit werden Sie eine höhere Prämie vereinnahmen. Sie können aber auch mit der Anzahl der gehandelten Kontrakte spielen. Ja, wenn Sie einen Kontrakt gehandelt haben, also eine Put-Option, haben Sie eventuell die Möglichkeit, wenn Sie es möchten, wenn Sie die Kapitalreserven haben, wenn Sie von Ihrem Trade überzeugt sind, die Anzahl dieser Kontrakte noch einmal zu erhöhen, um noch mehr Prämien in dem neuen Put zu vereinnahmen. Das ist allerdings eine Methode, die kommt extrem selten vor. Ja, also es ist wirklich so, dass in der Regel Basispreis und Laufzeiten ausreichend sind, um ein Trade sauber zu managen. Aber in Ausnahmefällen kann man auch versuchen, mit einem Kontrakt mehr den Trade noch einmal zu verbessern. Und das Ziel des Rollen ist es immer, den Trade immer mit einer positiven Nettoprämie aufrecht zu erhalten, die Gewinnschwelle dabei zu verbessern bis zum erfolgreichen Abschluss. Mit Nettoprämie meine ich, wenn Sie den laufenden Put zurückkaufen, dann zahlen Sie einen gewissen Betrag. Und die Prämie des neuen Puts, den Sie eröffnen, sollte mindestens so groß sein, um die Kosten der Schließung des vorigen Puts wettzumachen. Das ist das Prinzip. Damit halten Sie Ihren Trade am Laufen. Damit bleiben Sie auf jeden Fall dann in der Gewinnzone. So, also, was ist eigentlich Rollen? Rollen ist dann entsprechend mit dem Markt neu verhandeln. Es ist so, wenn eine Aktie tief fällt, können Sie so oft, wie Sie wollen, den ursprünglichen Put mit einem neuen Put ersetzen und zwar jedes Mal zu besseren Bedingungen. Dann Sie können Schritt für Schritt die Gewinnschwelle und den Basispreis senken. Und am Ende, wenn Sie das Potenzial des Rollens ausgeschöpft haben, dann werden Sie dann die Aktie zu einem deutlich billigeren Einstiegskurs bekommen, als wenn Sie sofort quasi die Ausübung erlaubt hätten. Sie können also permanent mit dem Markt neu verhandeln. Und die Analogie hier finde ich sehr zutreffend. Das ist so, als würden Sie in einem Fußballspiel so lange in die Verlängerung gehen dürfen, bis Sie das entscheidende Tor geschossen und gewonnen haben. Und solange dieses Tor nicht geschossen wird, verlängern Sie einfach das Spiel. Ja? Das machen Sie mit dem Markt. Und wenn Sie das machen, das habe ich jetzt gerade erwähnt, wenn Sie diese Puts sukzessiv rollen, werden Sie die Kosten für den eventuellen Erwerb der Aktien permanent reduzieren. Ja, Sie können einerseits die Kursrutsche aussitzen bis zum Zeitpunkt, an dem die Aktie einen Boden erreicht und Sie können andererseits entsprechend die Aktie deutlich billiger erwerben. Okay? So, also das schlimmste Szenario, angenommen Sie haben gerollt und trotzdem fällt die Aktie weiter. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann mit dieser Strategie, ist, dass Sie am Ende exzellente Aktien zu deutlich reduzierten Einstiegskurs im Depot halten. So, und das geschieht aber erst dann, wenn Sie das Potenzial des Rollens ausgeschöpft haben. Ja, und das vergleichen Sie das mit einem Aktionär, ja, der von Anfang an vielleicht sich eine Aktie ausgesucht hat, zu dem aktuellen Kurs eingestiegen ist, ja, und dann verliert die Aktie 20%, dann macht er ab dem ersten Cent, um den die Aktie fällt, einen Verlust. Hier bei Cash Secured Put haben Sie die Möglichkeit, Sicherheitspolster aufzubauen, die teilweise 10 oder 20% betragen. Ja. Also ich habe auch persönlich schon mal eine Aktie gehandelt, die um rund 35% gefallen ist und trotzdem konnte ich den Trade noch in einen Gewinner umwandeln, ja, durch das Rollverfahren. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, also da habe ich auch mehrere Monate in Folge rollen müssen, aber am Ende, obwohl die Aktie gefallen ist und zwar deutlich und sich auch nicht stark erholt hatte, konnte ich mit dem Trade einen Gewinn mitnehmen.
So, wie sieht es aus, wenn man das in eine Strategie umsetzt, zum Beispiel in die Strategie des Renditebriefs? Wir haben momentan insgesamt 88 Trades abgeschlossen. Ich zeige Ihnen hier auf diesem Bild nur die letzten 30, weil sonst hätte ich nicht genug Platz auf der Folie. Also insgesamt 88 Trades und davon haben wir 87 Gewinntrades realisiert und wir haben jetzt zum ersten Mal auch einen kleinen Verlusttrade gemacht. Das war übrigens letzte Woche. Das ist der Trade Nummer 87, ein Cash Secret Put auf Twitter und wir haben da einen minimalen Gewinn von $3 mitgenommen. Wir hätten auch hier den Trade vielleicht noch laufen lassen können oder rollen können. Ich habe mich diesmal entschieden, ausnahmsweise mal hier die Reißleine zu ziehen und dachte, okay, kleinen Verlust, eventuell hätten wir noch einen kleinen Gewinn mitnehmen können, aber auch die Aktie ist dann noch ein bisschen weiter nach unten gegangen und haben wir einen kleinen Verlust mitgenommen von $3. Solange sich solche Verluste realisieren, ist alles wunderbar. Ja? Dann dürfen Sie auch mal eine Trefferquote von 99, 95 oder sogar 90% haben. Wichtig ist, dass durch das Rollen bzw. durch das Management der Position Sie keine hohen Verluste verursachen und das ist mit dieser Strategie definitiv möglich. So sieht man unter den kumulierten Gewinn aus nach 88 Trades. Ja, also eine sehr, sehr schöne Linie und da sehen Sie und erkenne auch, wie man hier die Einnahmen Schritt für Schritt permanent, regelmäßig und relativ sicher erhöhen kann, generieren kann. Und die genauen Statistiken sehen so aus. Wie lange dauern unsere Trade im Schnitt? Circa 41 Tage. Der schnellste Trade überhaupt, den wir mal gemacht hatten, dauerte 6 Tage. Den sieht man sogar hier. Das ist der Trade Nummer 68 auf Chewy. 6 Tage. Und eine schöne jährliche Rendite entsprechend von 78% bei dem. Momentan ist es so, dass wir alle 5,6 Tage im Schnitt einen Gewinn realisieren. Wir machen einen Gewinn pro Tag im Schnitt betrachten, logischerweise $23. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade liegt momentan bei $129. Unser höchster Gewinntrade war bei $420. Insgesamt sind wir bei rund $11.400 Gewinn in Bezug auf ein Depotkapital anfangs von 50.000 Euro. Dadurch, dass wir US-amerikanische Optionen handeln, dann kriegen wir auch die Prämien in Dollar. Da müsste man dann mit, also Währungswechsel quasi konvertieren in Euro, aber hier zeige ich es in Dollar, also $11.400 Gewinn. Momentan haben wir auch $862 Prämien offen. Das heißt, die offenen Trades, die gerade laufen, würden jetzt, wenn sie abgeschlossen sind, $862 bringen. Die durchschnittliche jährliche Rendite eines Trades liegt bei 24,5%. Und unsere Trefferquote nach 88 Trades liegt bei rund 99%. Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr nah an 100%. Man muss jetzt nicht verbissen die 100% anpeilen. Ne? Also das habe ich auch in vorigen Vorträgen auch schon mal gesagt. Wie gesagt, es darf auch ein bisschen runtergehen. Normalerweise bei solch einer Strategie peilt man eine Trefferquote von 95% an. So, wenn ich die Philosophie der Strategie zusammenfasse, das sind wichtige Begriffe, die Sie hier sehen. Ich würde es als Value Trading mit Optionen bezeichnen. Und zwar ist es so, mit kurzfristigen Cash Secured Puts auf qualitativ hochwertige Aktien, die zu fundamental und technisch attraktiven Kursen notieren, planbar, sicher und unabhängig von der Marktrichtung Geld verdienen. Ja, jedes Wort hier ist wirklich wichtig, das sollten Sie sich einprägen. Egal, ob Sie jetzt mit dem Renditebrief arbeiten wollen oder für sich selbst, wenn Sie Optionen handeln sollten, das ist eine Anlagephilosophie, in der Sie sehr, sehr gut fahren können. Und wie gesagt, unabhängig von der Marktrichtung ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Erinnern Sie sich, Seitwärtsmärkte, unschön, wenn Sie nur Aktien handeln. Mit Optionen ist es aber auch möglich, in Seitwärtsmärkten Geld zu verdienen. So, jetzt komme ich mal ein bisschen, verliere ich ein paar Worte über mich auch, damit Sie wissen, wer überhaupt mit Ihnen spricht. Bianca hat schon am Anfang ein bisschen was gesagt in der Einführung. Also ich bin 1978 in Straßburg geboren, bin also Franzose, lebe aber schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Ingenieur. Ich habe in Paris und in Esslingen studiert. Heute bin ich Chefredakteur und Chefanalyst bei der World of Trading und bin auch Redakteur für Optionsstrategie bei Lynx Broker. Das bin ich auf dem Bild. Also ich bin derjenige mit den kürzeren Ohren. Und unter meinen Publikationen finden Sie unter anderem die Cover Story des Magazins Traders von September 2020 mit dem Titel Kluge Trader sammeln Prämien, die Profi-Strategie für Privatanleger. Das ist entsprechend normal. Natürlich die Strategie mit Cash Secured Puts. Und ich bin auch Autor des Buchs Optionen unschlagbar handeln. Bringen Sie Ihre Einnahmen ins Rollen. Und ich habe noch vor dem Vortrag kurz reingeschaut. Ich bin aktuell auf Platz 3 der Bestsellerliste auf Amazon in der Kategorie Option. Und genau, ich habe noch 2 Interviews im Traders Magazin im Juni und November 2020 gegeben. So, wenn die Zeiten es erlauben, bin ich auch mal auf Börsenmessen zu treffen. Das ist schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Also Börsentagen oder Messen, München, Hamburg, Stuttgart.
Und ich hatte auch mal die Chance, das ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen, Tom Sosnoff zu treffen. Das ist der Gründer von Day Street Trade, für mich einen der besten Traders der Welt. Da war ich vor 3 Jahren mit ihm, also bei ihm, sage ich mal so, in Chicago auf der Money Show. Und ich durfte auch einen Tag später in seinem Studio und in seinen Büros sein und habe mich ganz nett mit ihm unterhalten. Auch ein super Optionenprofi, der auch viel, viel Wert drauf legt, dass man die Optionen lieber verkauft, als man sie kauft. Ja. Genau, also die Börse ist mein Leben und freue mich, wenn ich mich mit Interessenten und Anlegern da unterhalten kann. So, was sagen die Leser über die Strategie und über mich? Es gibt mittlerweile ganz viele Leserstimmen zum Renditebrief. Natürlich werde ich jetzt nicht alles da durchlesen. Ich lasse mal die 2 Folien da mal einfach auf dem Bildschirm und lasse Ihnen ein bisschen Zeit, sich das mal anzuschauen. Währenddessen trinke ich mal einen kleinen Schluck Wasser. Also eine Botschaft hier ist ganz wichtig, keine raffinierte Kombos. Also wir handeln jetzt keine komplexe Strategie, ne, mit kombinierten Optionen, die mittlerweile auch steuerlich ein bisschen schwierig geworden sind, sondern es ist einfach nur eine Option, die man verkauft und das war's. Ja, das macht auch ja die Strategie sehr attraktiv. Hier gibt es auch noch ein bisschen Text. Wie gesagt, ne, wenn Sie sich die Präsentation nochmal später anschauen und das Video dazu, dann einfach auf den Pausenknopf drücken, dann können Sie sich in Ruhe nochmal alles anschauen und durchlesen. Ich habe bewusst bei einigen Folien ein bisschen mehr Text geschrieben, statt Stichworte, damit Sie sich auch die genauen Botschaft quasi merken können. Ganz wichtig, das wird auch hier erwähnt, die Trades, die ich in den Wochenreports quasi darstelle, begründe ich immer. Ja, ich erkläre immer sehr, sehr genau, warum ich gerade diesen Trade auf diese Aktie eröffne. Also aus fundamentaler Sicht, aus charttechnischer Sicht. Ich präsentiere auch oder stelle die Aktie vor. Also es ist keine Blackbox. Ja, Sie wissen genau, was ich mache und ich weiß, dass viele meiner Leser auch mittlerweile selbst einiges handeln und positive Rendite damit erzielen, auch unabhängig von mir dann entsprechend. So, die 9 Vorteile nochmal der Strategie auf einen Blick. Das vielleicht noch zum Schluss. Also Vorteil Nummer 1. Wenn Sie gerne qualitative Aktien handeln, aber auch gerne Optionen handeln möchten, dann haben Sie mit einer Cash-Secured-Put-Strategie das Beste aus 2 Trading-Welten in einer einzigen Strategie. Ja, Sie handeln entsprechend die Option auf qualitativ hochwertige Aktien. Und da läuft das perfekte Zusammenspiel zwischen Aktien und Optionen. Vorteil Nummer 2, planbare und wiederkehrende Gewinne. Wie gesagt, wir eröffnen einen Trade einmal pro Woche, so ungefähr, und wir wissen von vorne an, was wir mit diesem Trade verdienen werden. Ja, also wir vereinnahmen die Prämie und wir wissen, diese Prämie ist der maximale Gewinn, den man anpeilen kann. Und wir wissen auch ziemlich genau, wann dieser Trade enden wird. Ja, im Schnitt alle 41 Tage. Einige Trades lassen wir übrigens automatisch verfallen und andere nehmen wir vorzeitig mit. Hohe Renditen, ja, so mit solch einer Strategie können Sie so, ich würde sagen, so 15% pro Jahr erzielen. Das ist realistisch. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber so im Schnitt 15%. Und das nicht nur, wenn die Märkte steigen, sondern auch, wie gesagt, wenn die Märkte auch sich seitwärts bewegen oder eventuell auch fallen. Vorteil 4, kurze Laufzeiten von wenigen Wochen. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass man jetzt keine Strategie handelt, wo man eventuell einen Trade hat und dieser Trade läuft 1 Jahr. Ja, wo man gar nicht weiß, okay, was passiert denn jetzt mit diesem Trade? Komme ich am Ende mit einem Verlust raus, dann war ich 1 Jahr lang in einem Trade drin und dann mache ich noch einen Verlust daraus. Das ist sehr unangenehm, das ist auch psychologisch sehr, sehr schwer zu handeln. Lieber kurze Laufzeiten, dann weiß man relativ schnell, wo man dran ist. Gut, wenn man rollen muss, dann kann es sein, dass die Laufzeiten sich verlängern, aber das gehört dann dazu. Aber der Vorteil ist auch daraus, dass Sie die Gewinne dann auch sehr, sehr schnell wieder investieren können. Ja, und dann entsteht so eine Art positiver Schneeballeffekt. Und das ist gut fürs Depot. Ja. So, Vorteil 5, unschlagbare Trefferquote. Also es gibt wirklich keine Strategie, denke ich, also sei es mit Aktien oder mit Optionen, womit Sie eine so hohe Trefferquote erzielen können, wo Sie so viele Gewinne erzielen können und so wenig verlieren. Ja, wichtig ist natürlich, dass Sie also Managementmethode anwenden, dass die Verluste, wenn sie mal entstehen, sehr, sehr gering ausfallen. Und das ist auch mit Cash Secured Put definitiv möglich, mit dem Rollen, mit den eingebauten Sicherheitspolster. Da können Sie definitiv eventuelle Verluste im Schach halten. So, Vorteile 6 bis 9, hohe Sicherheit. Ja, also ich habe ein bisschen das Motto so, niemals Geld verlieren, selbst wenn Sie falsch liegen. Also angenommen, das kann ja passieren. Sie haben eine super solide Aktie gefunden. Charttechnisch sieht sie auch super aus. Also alle Bedingungen sind erfüllt, um mit dem Trade da einzusteigen. Und trotzdem haben Sie
das Pech, weil das passiert manchmal, die Aktie fällt trotzdem. Ja, niemand hat eine Kristallkugel. Aber selbst dann, selbst wenn die Aktie fällt, ja, durch das Sicherheitssystem, was wir in der Strategie haben, haben Sie trotzdem die Möglichkeit, wenn die Aktie fällt, einen Gewinn zu generieren. Das ist einfach genial. Ja, und das ist wirklich das, was eine Optionsstrategie, eine Stillhalterstrategie in der Option von einer Aktienstrategie komplett unterscheidet. Ja. Vorteil 7, einfache Umsetzung mit geringen Handelsgebühren. Also ich habe es vorhin erwähnt. Das Einzige, was Sie hier machen können, ist eine Put-Option leer verkaufen. Das können Sie in den meisten Handelsplattformen machen. Also Sie kennen wahrscheinlich die Handelsplattform Interactive Brokers. Das ist die sogenannte TWS. Und es gibt ganz viele Broker in Deutschland, die sich auf diese Plattform auch beziehen. Auch viele deutschsprachige Broker. Und wenn Sie sich da ein bisschen auseinandergesetzt haben, ist es wirklich sehr einfach. Also ob Sie jetzt eine Aktie kaufen, eine Aktie verkaufen oder eine Option kaufen und eine Option leer verkaufen, es ist genauso einfach. Ja, es ist sehr nachvollziehbar und einfach umzusetzen. Wir handeln nur einzelne Optionen und sehr oft enden auch die Trades gebührenfrei für Sie. Das heißt, bei einigen Trades ist es so, wir lassen sie laufen bis zum Verfallsdatum der Option und die Option verfällt dann automatisch von allein. Sie müssen sich nicht mal einloggen, um den Trade aktiv zu schließen. Das passiert dann automatisch. Sie müssen nichts machen. Ja, das spart Ihnen Aufwand und logischerweise auch Transaktionsgebühren. Also das machen wir nicht immer. Ja, es gibt gewisse Situationen, wo ich denke, okay, jetzt macht es doch Sinn, den Trade vorzeitig zu schließen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Trade haben mit einer Laufzeit von 60 Tagen und nach 10 Tagen haben Sie schon, also könnten Sie schon 70% der maximalen Prämie mitnehmen. Da denke ich manchmal, okay, gut, ich eliminiere das Risiko, was eventuell in den restlichen 50 Tagen passieren könnte, nehme jetzt die 70% der maximalen Prämie mit und eröffne lieber einen neuen Trade mit noch mehr Potenzial als das restliche Potenzial des laufenden Trades sozusagen. Also da gibt es ein paar Elemente und ein paar Kriterien, worauf man noch ein bisschen achten kann. Vorteil Nummer 8, für kleine und für große Konten geeignet. Also die Strategie ist praktisch für jede Kontogröße geeignet, wobei ich schon empfehlen würde, mindestens 10.000 Euro der Strategie zu widmen, damit es wirklich anfängt, Spaß zu machen. Darunter wird es ein bisschen schwer, beziehungsweise Sie werden, wenn Sie weniger haben im Depot, nicht so viele Aktien handeln können, also nicht so viele Cash-Secured-Put handeln können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 5.000 Euro hätten, um die Strategie zu handeln, dann würde ich sagen, könnten Sie vielleicht eine Aktie handeln, die so um die 50 Dollar notiert. Das wiederum wäre auch möglich. Ja, also wenn Sie beispielsweise ein großer Fan von der Aktie von Coca-Cola sind, das ist jetzt keine Empfehlung, ja, von meinerseits, die kostet ja ungefähr 50 Dollar, Pi mal Daumen dann, keine Ahnung, so 40 Euro, dann können Sie natürlich ein Cash-Secured-Put nach dem anderen auf diese Aktie handeln, jedes Mal die Prämie vereinnahmen und sobald der eine Trade fertig ist, handeln Sie den nächsten und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich Traders, die quasi von ihrem Trading leben, indem sie eine einzige Aktie handeln. Ja, das geht auch. Aber jetzt mal ganz praktisch gesehen, pragmatisch gesehen, je größer das Konto, desto besser. Und nach oben gibt es keine Grenze. Also die Cash-Secured-Puts, die wir handeln, handeln wir auf Aktien, die sehr liquide sind. Die Optionen sind auch sehr liquide. Sie können so viele Kontrakte handeln, wie Sie möchten. Das heißt, nach oben, auch wenn Sie Konten im sechsstelligen Bereich haben, ist die Strategie handelbar. Vorteil Nummer 9. Habe ich vorhin schon erwähnt, die beste Antwort auf die neuen deutschen Steuerregeln. Das sieht eher momentan danach aus, als würde es hier in diese Richtung in Deutschland zumindest keine Verbesserung geben. Das heißt, wahrscheinlich werden die Steuerregeln so bleiben, so wie sie momentan sind. Und da sind Käufer von Optionen momentan nicht besonders gut aufgestellt. Deswegen schlagen Sie sich lieber auf die Seite des Verkäufers, haben Sie wahrscheinlich höhere Chancen. Aber wie gesagt, ich bin kein Steuerberater. Das ist jetzt nur meine persönliche Interpretation. So, und so langsam bin ich jetzt auch am Ende meines Vortrags. Also, heute haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie es möchten, die Strategie mit 15% Rabatt zu erwerben. Es gibt zwei Abo-Modelle, einmal 6 Monate, einmal 12 Monate. Und wenn Sie den Gutscheincode da nehmen, den Sie hier sehen, sollten Sie sich dann jetzt notieren vor dem Ende des Vortrags, können Sie noch bis zum 11. November diese 15% einlösen. Und egal, was Sie machen, Sie kommen sowieso in den Genuss einer 28-tägigen kostenlose Probephase. Und wenn Sie in diesen 28 Tagen feststellen, die Strategie ist doch nichts für Sie, dann kein Problem. Kurze Mail dann an die World of Trading. Und das war's. Sind Sie raus. Sie haben zumindest 28 Tage lang kostenlos alles testen können. Und Sie kriegen auch dann in diesen 28 Tagen das ganze Material. Und dieses Material können Sie auch behalten. Also Sie bekommen von mir einen Wochenreport jeden Montagvormittag. In diesem Wochenreport wird immer der
der Trade des Nachmittags angekündigt. Also die Trade Alerts sind immer vorangekündigt. Sie wissen schon Stunden vorher, welchen Trade wir eröffnen werden. Und dieser Trade kommt dann jeden Montag so zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Dann gibt es gelegentlich unter der Woche noch Bonus-Trades. Ja, also wenn manchmal gibt es noch eine Chance unter der Woche, dann gibt es noch ein Trade zusätzlich. Sie kriegen das ein exklusives Buch zur vorgestellten Strategie. Das ist ein Handbuch in PDF-Format. Und dann ganz viele Sonderausgaben zum Handel von Optionen. Da gibt es auch eine Sonderausgabe zu den Grundlagen von Optionen. Da bin ich jetzt in diesem Vortrag nicht drauf eingegangen, so im Detail. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie einen Trade in der Handelsplattform platzieren können, wie das Sicherheitssystem funktioniert, also typischerweise, wie würden wir rollen, wenn ein Trade mal schief läuft und so weiter und so fort, noch ein paar andere Sachen. Die Internetseite, wo Sie auch die Bestellung da abgeben können, ist www.der-renditebrief.de und die E-Mail-Adresse info@der-renditebrief.de. Das ist die E-Mail-Adresse, unter die Sie mich erreichen können. Ja, und rechts sehen Sie so einen kleinen Bild, Screenshot, wie der Wochenreport quasi aussieht, mit Charts und Erklärungen und alles Mögliche, auch mit meiner Marktanalyse in der Regel. So, und die nächsten Trades sind schon am Montag, wie gesagt, am 11. Oktober und der übernächste dann am 18. Oktober. Wenn Sie sich jetzt registrieren, dürfte es ein bisschen knapp werden für den Trade am 11. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht, aber spätestens dann am 18. Oktober werden Sie dann drehen und könnten dann den Trade vom 18. Oktober entsprechend mitnehmen. So, ich gucke mal. Genau, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich springe aber auch schon auf die Folie zurück, damit Sie eventuell noch die Kurs notieren können. Und damit hätten wir noch Zeit für Fragen. Das heißt, Bianca, wenn du möchtest, kannst du dich wieder melden. Das mache ich gerne, Erik. Ganz, ganz herzlichen Dank. Super interessant und wir haben auch viele Rückmeldungen dazu. Wir schaffen jetzt wahrscheinlich nicht alle Fragen. Okay. Aber es sind einige da. Erik, welches Delta wählst du für den Einstieg? Wie viel DTE? DTE ist wahrscheinlich Time to Expiration, also Verfallsdatum. Also das Delta, das variiert. Also ich achte eher auf die Unterstützungen, die man auf die Charts sehen kann, um den Basispreis zu wählen. Also mehr auf die Unterstützung als auf das Delta. Aber ansonsten habe ich Delta von, ich würde sagen, so um die 30 bis 16. Und Time to Expiration, also Verfallsdaten, das variiert auch ein bisschen. Ich würde sagen, so zwischen 40 und 90 Tagen. Aber wie gesagt, es ist sehr selten, dass wir 90 Tage deinen Trade halten. In dem Fall schließe ich den Trade vorzeitig zurück und dann kommen wir im Schnitt zu einer Laufzeit pro Trade, habe ich vorhin gezeigt, von 40 Tagen. Wie sieht denn, Erik, deine Performance-Kurve und dein Backtest im Corona-Crash aus? Ja, also wir haben, der Dienst existiert erst seit Mai 2020. Das heißt, wir waren außerhalb der Corona-Krise. Allerdings ist es so, also wenn jemand jetzt schon meine Vorträge ein bisschen in der Vergangenheit verfolgt hat, ich nutze auch in meinem anderen Dienst bei Traders einen Crash-Schutzindikator. Das ist ein Volatilitätsindikator, in dem ich also die kurzfristige Volatilität ins Verhältnis zu der längerfristigen Volatilität setze. Und dieser Crash-Schutzindikator hätte zum Beispiel Ende Februar 2020 ein Signal geliefert. Wenn sowas passiert, dann ist es so, dass wir erstmal keinen Trades mehr eröffnen. Wir schließen so gut wie es geht alle Trades, die gerade laufen, ja, aber natürlich mit Gewinn. Und die anderen, dann würden wir dann eventuell versuchen zu rollen. Also bei mir ist es so persönlich, ich handle ja auch diese Strategie persönlich im Depot. Ich bin Ende Februar letztes Jahr komplett aus den Märkten ausgestiegen, als mein Crash-Schutzindikator ein Signal geliefert hat. Was heißt das denn genau, einen Verlust zu nehmen, fragt Peter. Heißt das, dass die Put-Optionsscheine zurückgekauft werden? Genau, also ganz wichtig, es sind keine Optionsscheine. Das ist ganz, ganz wichtig, obwohl der Begriff ähnlich klingt. Optionen haben nichts mit Optionsscheine zu tun. Es steht auch drin, ob die Put-Optionen zurückkaufen. Ah, okay. Ja, dann Asche über dein Haupt, Bianca. Das ist jetzt so dargestellt. Wird. Nein, das habe ich okay. Nee, also genau. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Cash-Secured-Put eröffnen und Sie vereinnahmen eine Prämie von $100 und wenn Sie dann diesen Put zurückkaufen und schließen zu $105, dann haben Sie einen Verlust von $5. Ja, das ist dann entsprechend der Verlust. Okay. Benjamin fragt noch, zahlt die Prämie beim Cash Secured Put der Emittent? Wer verdient außerdem, der Trader, verdient ja auch noch an Cash Secured Puts?
Nee, Optionen haben kein Emittent. Optionen, also wie gesagt, Optionen sind keine Optionsscheine. Optionsscheine werden von Banken emittiert. Optionen haben kein Emittent. Optionen sind einfach Kontrakte zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Und Ihr Broker ist nur dafür da, quasi diese Transaktion zu ermöglichen. Ja, damit zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Der Broker wird etwas verdienen, ja, daran, klar, Transaktionsgebühren. Und dann gibt es auch einen Market Maker, der die Kurse bestimmt sozusagen. Aber diese Kurse sind extrem transparent. Die hängen wirklich nur von dem Aktienkurs ab, von der Restlaufzeit, von der Volatilität der zugrunde liegenden Aktie. Also das sind wirklich manipulativ freien Instrumente, im Gegensatz zu Optionsscheine, die von einer Bank emittiert werden, wo man nicht so genau weiß, wie setzt sich da eigentlich der Kurs zusammen. Ja? Also derjenige, der den Trade eröffnet, der die Put-Option verkauft, kriegt seine Prämie. Das wird dann sein Gewinn sein. Der andere, der die Option kauft, der zahlt einen Betrag, wird gewinnen, wenn die Aktie eventuell stark fällt. Und dann gibt es inzwischen der Broker, der die Transaktion ermöglicht und an den Transaktionsgebühren etwas verdient. Okay. Jürgen fragt noch, Erik, wann rolle ich denn? Am Ende der Laufzeit oder x Tage vorher? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das wird in 5 Minuten nicht reichen. Aber grundsätzlich ist es so, ich mache es ganz kurz. Also klar, in der Regel rollt man eher Richtung Ende der Laufzeit. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche auch einen Trade gerollt, nebenbei bemerkt, und das war jetzt 3 Tage vor dem Verfall. Also ich würde sagen, 3 bis 5 Tage vor dem Verfall ist es an der Zeit zu gucken, wie der Trade gerade aussieht. Gibt es das Risiko, dass er eventuell die Gewinnschwelle unterschreitet oder den Basispreis unterschreitet? Da sollte man, glaube ich, rollen. Aber grundsätzlich gibt es so eine Regel, wenn der Zeitwert sehr gering ist. Wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber Optionen sind so bepreist, dass sie sowohl einen inneren Wert haben, eventuell, und als auch einen Zeitwert. Und wenn dieser Zeitwert sehr, sehr gering ausgefallen ist, und da gibt es ein paar Regeln, dann kann man, glaube ich, ganz in Ruhe rollen und den nächsten Trade suchen und mehr Zeitwert in dem neuen Trade quasi generieren. Es gibt noch jede Menge mehr Fragen. So langsam geht uns leider die Zeit aus. Deshalb, du hattest ja deinen Kontakt gerade ausführlich stehen gehabt. Man kann dich also jederzeit ansprechen und die Dinge noch mit dir direkt klären. Genau. Ganz herzlichen Dank, Erik, dass du bei uns warst, dass du die vielen Fragen auch noch so schnell unterbekommen hast. Hatten wir jetzt gar nicht mit gerechnet. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich auch bald mal. Dankeschön. Danke, Bianca. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Erik. Und ja, wir machen gleich weiter, aber hier auch nochmal der Hinweis, die Vorträge werden aufgezeichnet, sind abrufbar über den Newsletter. Gehen Sie auf die Webseite von World of Trading und dort können Sie sich registrieren und die Vorträge bekommen Sie dann darüber. Und auch nochmal schauen Sie unter dem Geschenke-Button nach, dort haben wir den Goodie-Bag. Und dort bekommen Sie ja die Geschenke, die registriert sind, darunter von World of Trading oder auch von den Sponsoren. Da ist etwas Interessantes dabei. Und wir sehen uns gleich wieder um 11 Uhr. Wir freuen uns auf David Wotzka ist dabei und es geht spannend weiter. Also bis gleich.